So, da sind wir auch wieder bei einer weiteren Folge von Metro 2033. Wir wollen unseren Filter wechseln. Tue ich aber noch nicht, weil er noch nicht ganz bei Null ist. Ja, Tee haben wir schön getrunken. Ich komme hier nicht mehr raus, so. Ach komm, wechseln wir jetzt mal. Wir haben gerade jemanden gefunden. Oh jo, gönn ihm. Hey, wer bist du denn? Sind das wir? Nee, wir waren ja damals noch ein Kind, stimmt ja. Kann man... Mach mal, ne? Nein. Geh... Weg! Lad nach! Geh! Ha! Mechanics! Geh! I got the mechanics, yo! Was gibt's hier hinten? Hier muss doch irgendwas cooles sein jetzt, oder? Komm! Irgendein Sekret. Nee. Gibt's nicht. So. Oh, das ist eine coole Autotür. Kannst du im Lauf bleiben? Ich möchte gerne einsteigen. Ja? Nein. Ja! Oh. Okay. Wir lieben kein Einsteigen. Ah, ein Hubwagen. Können wir den mitnehmen? Schon voll rutschig und so. Und dann. Wow. Strom anmachen? Nein, darf mir nicht. Hier irgendwas. Oh, ich mag das Geräusch nicht. Ich hasse das Geräusch wie die Pest. Okay, es wird hoffentlich nur... Nein. Warte. Der Kerl schießt. Das ist halt sich noch ganz in der... Nähe an. Ach Leute, der hat schon mal einen Hit bekommen. Der hat schon mal einen Hit bekommen. Ich auch, aber das war nicht gut. In die Ecke. In die nächste Ecke. Dann muss ich den Zeitfilter austauschen. Ich habe keinen Zeitfilter austauschen. La la la. Nachladen. Hier Medipack. Gib ihm. Laufen. Nachladen. Lad doch schneller nach, Mann. Holy. Lebt noch. Jetzt können wir den Filter austauschen. Wahrscheinlich. What? Yo, lad doch nach, du. Wie viele kommen denn da bitte? Hilfe. Ist es down? Der Wack schreit doch nicht rum. Nein, das ist noch einer. Nein! Oh, Alter. Baller jetzt auf meine Dinge. Oh, Munition. Oh. Das nervt mich jetzt schon wieder wie Sau. Aber hier die Kisten. Warum sind die Kisten? Mann, so krieg ich mich auf. Hier. Irgendwas? Nein. Okay, Dekoraum. Wieder Licht hier. Oh, schaut schon viel besser aus. Danke. So, gibt's hier irgendwas? Nein, schaut nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal weiter. Schaut's mit Luft aus. Luft habe ich auch schon fast nichts mehr. Mann, ich hab... Alles, was überlebenswichtig ist, habe ich einfach nicht mehr. Wo ist eigentlich unser... cooler Freund. Okay, die Map sagt dahin. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch richtig ist mit dahin. Ein Saft, schon wieder Filter austauschen. Warte, dahin. Tauschen
Leben fällt aus, meine Güte. Guck mal, da geht's runter. Ach, da soll eine Maske austauschen. La 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 la. No, 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 no. Geh bloß weg. Du stinkst nach Kot. Och, geh doch da weg. Warum ist denn da jetzt? Warum? Was ist mit dir? Kann ich dich duschen? Ja, kann ich. Nice. Yay! Oh. Der sieht nicht mehr so ganz so gut aus. Muss ich da bitte drüber kommen, hä? Oh. Ah, laufen. Soll ich da hochklettern? Nein. Ah, noch mehr Schrotflinten-Munition. Warum hab ich echt nur Schrott mit so viel Schrottflinte? Gerade eben. Kann ich hier wieder aufmachen? Nein, kann man nicht aufmachen. Das ist nur die Frage, wo zur Hölle soll ich hin und was zur Hölle ist das denn? Weil von da komme ich ja gerade. Warum zur Hölle habe ich das schon wieder gemacht? Ja, von da komme ich doch. Zur Hölle soll ich hin? Hä? Da hoch vielleicht? Da vielleicht rein? Ich glaube, ja, schaut. Oh, guck mal, eine Falle. Gut. Kann ich sie nehmen? Jawohl, kann ich. Ist hier noch irgendwas? Da sehe ich gerade eben nicht. Ich will wieder Filter austauschen, ey. Ohne Flachs. Oh, das war... a little bit of wirklich knapp. Da hat doch was geleuchtet. Ich doch gerade nicht. Kann man die aufmachen? Nein, kann man nicht. Ich dachte überreden. Der würde leben. War aber anscheinend nicht so. Ich hätte gerne das da. So. Dann. Ja. Was sollen wir jetzt denn tun? Diese Viecher, Mann. Er sagte, Schrotflintenmunition. Schrotflintenmunition. Was ist hier so? Müssen wir da hin? Ja, müssen wir. Gut, dann geh ich zuerst da oben hin. Hey, noch eine Schrotflintenmunition. Das ist doch mal eine Gasmaske, Mensch. Die schaut doch mal stylisch aus. So. Habe ich noch genug. Ich hätte gerade eben erst gemacht, aber... ja. Sicher ist sicher. Ist da drüben irgendwas? Schaut gerade eben zumindest nicht danach aus, als würde es da etwas geben, was so vonnöten wäre. Oh. Hat auch so eine coole Maske. So. Oh. Na, jetzt einfach bedenken, dass ich schon wieder die Frame Drops anfange. Das wäre jetzt überhaupt nicht cool. Oh lol! Du hast mich zu Tode erschreckt. Ah, bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Na nein, ich doch nicht. Ich bin Artyom, Mann. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Ist doch nice. Ernsthaft? Nö. Koste ich bis zum Schluss aus. Und wenn er mir halt erstickt. Oh Gott, die Frame Drops fangen schon wieder an. Nein, bitte nicht. Why? Da ist der Mistkerl. Komm da hin, schnell. So, jetzt weg. Na, gerade eben geht's wieder. Lass uns weitergehen. Nein, zwingt. Scheiße, kannst du sie hören? Ja, leider. Lass uns ein Stück zurückfallen. Und wohin? Verdammt!
Schnee! Was hat das eigentlich mit dem anderen zu tun? Der hat jetzt ganz gute Schläge mitgegeben, du. Medipack, 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 nachladen. Nein. Mach du mal, nein. Hier weg. Oh Gott, hast du ihn weggeballert. Der Blut, ich bin so brutal. Mach das weg. Dieser Doppelschuss regt mich übelst das auf der auf. Ich will ranvisieren können. No. Ich gebe mein Bestes. LOL! Du bist der Sonne! Hilf mir mal! Dude! Oh! Schöne Maske. No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nein! Jetzt sind wir tot. Ah! Komm, 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 komm. Das kann doch nicht sein! Ey, ich raste aus! Oh, Mann. Warum schieße ich nicht auf die Dinger? Ganz ehrlich, warum schieße ich nicht auf die? Ist mal eine gute Frage. Warum? Ja, ich kann sie hören. Weißt du was? Jetzt nehme ich das Ding hier. So. Wir sind hier in der Ecke. Verdammt! Du nimmst den Recht! Und das, was ich treffe, mein Freund. Schnee. Der Satz macht hier irgendwie keinen Sinn, aber okay. Oh, nein, aber nicht überhitzen. Nee, hier bei jetzt. Ah, das ist gut. Nicht, das ist gut. Ich mach mal einen Schuss damit. Geil! Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ganz ehrlich. Jetzt kommt der nächste. Ja, schau's dir an. Ich habe keine Lust mehr. So. Was ist das? Ich habe nicht mehr eine Chance. Hier, ja, Medpack. Bringt mir aber nichts, wenn ich in der Luft bin. Ich hab schon wieder. Ich ball den Medpack rein. Ball den Medpack rein. Ball den Medpack rein. Ball den Medpack rein. Medpack. Medpack. Wo muss ich hin? Wo ist der Dude? Ey! Ich hasse das. Diese Viecher. Oder? Ja. Ja, komm. Ganz ehrlich, Mann. Was ist denn das? Jetzt mal ohne Spaß. Scheiße. Kannst du sie hören? Okay, jetzt streng ich mich nochmal an. Puh, komm schon, das kann doch so nichts einfach so schwer sein. Komm, geh weg jetzt. Komm, 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 komm. Warte mal.
rennt er nicht? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nachladen, nachladen, nachladen. Ach, nach schneller sein. Da unten schaut's aus. Da, jetzt renn ich durch, jetzt renn ich durch. Ist mir egal. Ha! Oh, ja! Ey, ohne Spaß. Ich kann nicht mehr. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Burton behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Okay. Yay, weiter geht's. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Das hört sich überhaupt nicht gut an, dass da Leute sind, die irgendwas rumschreien. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Ja, wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Hä? Da passe ich nie durch. Gut, du bleibst hier. Was? Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hin wollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Ich müsste mich eigentlich voll übelste Satte sehen. Aber, naja. Wenn er uns nicht sieht, dann sieht er uns halt nicht, ne? Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier gibt es nichts als Ratte. Na gut, dann gehen wir. Alles klar. Ich möchte das gerne gegen die hier eintauschen. Danke. Kann ich auch hier rum raus? So. Ah! Oh Gott! Geh weg. Da ist halt jemand, das ist das Problem. Ach komm, egal. Kannst du hier zumachen? Nein, kann ich nicht. Erstmal hier umschauen, erstmal Licht ausmachen und umschauen. So. Da könnte ich nämlich etwas nehmen. Da kann ich auch etwas nehmen. Meine Maske ist ab, ja. Da kann ich was nehmen. Das Ding ist nachgeladen. Falls jetzt dann hier gleich hier kommt, check das noch aus. Das ist eine Waffe. Warum kann ich die nicht nehmen? Erstmal lesen.
kommt schon wieder nur einer von eins. Wahnsinn. Gibt es irgendwelche Kredithaie, die in der Metro den Bourbon kein Geld schuldet? Oder oberflächliche Obermotze? Was? Oder gefährliche Obermotze, die er noch nicht geärgert hat? Verdammt, diesen Typen hängt die ganze Welt am Arsch. Und dieses Mal scheint das Glück ihn zu verlassen. Mir ist das egal. Oder zumindest sollte es das sein. Trotzdem kann ich ihn aus irgendeinem Grund nicht all dem überlassen. Sukhoi, mein Stiefvater, sagte mir einmal, rettest du jemanden, musst du ihn immer retten. Man kommt nicht umhin, sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, denn den man nicht hat sterben lassen. Er wächst dir ans Herz, deshalb nahm Sugoi mich auf, als Mutter starb. Und vermutlich deshalb kann ich jetzt auch Bourbon nicht zurücklassen. Jawohl! Wo geht's hin? Dahin! Mach das Licht aus. Willst du dich umbringen, oder was? Warte mal. So, gehen wir mal. Machen wir ein bisschen. So. Okay. Der hier kommt gleich, wenn der hier gleich um die Ecke kommt. Stechen wir ihn ab. Besser funktioniert als gedacht. Ich glaube, ich muss mich ausmachen. Ja, kann ich. Gut. Wie die alle nur Schrotflinten dabei haben, ist ja der Wahnsinn. Jetzt gibt es hier nur ein Problem. Ist da gerade eben nur der? Da oben ist noch einer. Der ist down? Nein! Hat ihn jemand gesehen? Nein. Da ist er doch! Da! Da! Oder ist der schon kaputt? Warte. Okay, nur noch 12 Schuss. Okay, mach mal, schnell. What? Oh, denn sein Ding hat halt eben so einen coolen Lauf. Oh, was ist denn mit dem da? Ach, lassen wir das. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Wer mich dafür bezahlen lässt, also. Es ist ja. Nein, ich will keine Militärpatronen laden. Ich will keine Militärpatronen laden. Ladidadi, hey, hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt haben? Nein. Wer war? Alarm! Der Feind ist hier! Alarm! Ah! Oh, wenn einer von rechts gekommen ist. Hä?
sehe nichts. Sorry, ich habe gerade eben nichts gesehen. Gut, kann daran liegen, dass ich keinen hatte, aber... Da oben, oder? Einen von uns hat erwischt. Nicht nur einen, mein Freund. Nicht nur einen. Oh. Das ist natürlich... Ach, hast du das? Schade, dass ich dich aber dann umbringe. Wenn wir das nicht kaputt ist, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Geht's hier weiter? Nein, dafür brauche ich einen Schlüssel. Wow! Mensch, 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 die und ihre Schlüssel immer. Oh, geht mal her. Da, fuck. Geh mal aus. Was gibt's hier so? Meins aus. Sonst so. Schaut hier ziemlich leer aus. Dann. Na ne, ich nehm doch lieber die. So, wie schaut's hier so aus? Ziemlich leer. Geh aus. Schnipp. Mitnehmen. Oh, voll. Oh. Das kann ich brauchen. Nein, geh da wieder runter. Nein. Mann. Geh lieb so rum, meine Güte. Ja, das ist genau die gleiche. Habe ich meine Maske ab? Wow! Jetzt habe ich meine Maske ab. Was, da unten habe ich eine Maske? Ah, okay, da unten sind... Wetten, ich muss da rein. Natürlich! Geh wieder aus, meine Güte. Na komm, hier gibt's doch irgendwas Schönes, irgendwas Feines, irgendwas zum Mitnehmen. LOL, was ist der denn? Ach, das ist eine Schrotflinte. Gib. LOL! Ja, übertreib! Hätte mich jetzt gleich einen Rechtsklick mach. Ich wollte mir gar keine Shisha-Dröhnung geben, Mann. Warte. Nein. Das ist jetzt eine komische Steuerung. Warte. Nein. Hä? Habe ich jetzt mal Schaden bekommen? Bin ich sie dann nochmal? Danke. Den nächsten ist die Bombe sich damit weg. Oder mit viel Schuss. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Wow. Hätte ich auch einfach durchsneaken können. Alles klar. Mit das Todeslabyrinth des Grauens durch und dann. Hier muss doch 100, hier gibt's doch 100 pro noch irgendwas, oder? Ernsthaft, hier gibt's sonst nichts. Das finde ich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, das ist ultra eine krasse Schrotflinte, warum nicht? Wen hast du mitgebracht, Bastard? Niemanden. Du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige oder Hypokrit? Haha! LOL! LOL!
Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ah, ich erinnere mich an dich, mein Freund. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Naja, ich kenne dich schon. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Warte, wollen wir uns aber noch lesen. Es scheint, dass Männer wie Bourbon mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, am Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles und sie glauben, das ewig durchzuhalten. Aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandern, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin? Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre, weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat. Nein, ich mache das, um diese kleine Stimme in meinem Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können, dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir es selbst. Es ist immer die Welt, in der wir leben. Und welchen Recht hat... Oh Gott. Und mit welchem Recht hat Khan denn überhaupt über ihn urteilen? Keine Ahnung. Ich gehe zurück zu Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Nee, gerade nicht. Ich glaube, ich folge dir lieber. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Wenn ich wieder Metro 2033 spielen werde. Und das wird sehr bald sein. Also... Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Oh, das sag ich glaube ich zum ersten Mal oder so. Was ich auch sagen könnte jetzt halt. Es freut mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Zum Allgemeinen, das habe ich in der ersten Folge überhaupt gar nicht gefragt. Das ist ein bisschen Fail von mir, aber... Naja. Anfängerfehler, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Mi. Wie dem auch sei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.